Das Promi-Geflüster macht Station im Zillertal, aber ich habe heute keine Zillertalerinnen, so an meiner Seite, sondern sie kommen eigentlich aus dem Bayerischen Wald, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Da haben wir uns nämlich vor knapp 5-6 Jahren mal getroffen, doch schon wieder so lange her. Hohenbogengeus, oder wie heißt es richtig? Hohenbogengeus. Genau, das haben wir hier die Selina und die jüngere Schwester, die Alicia. Genau, hallo. Richtig, da habe ich euch noch ein bisschen in Erinnerung. Gut, es war natürlich schon ein paar Jahre her. Da war die Alicia so richtig, ja, vorlaut, sage ich mal, auf der Bühne. Ist das heute auch noch so? Nicht mehr so wie zuerst, weil den Kindheitsbonus haben wir heute doch nicht mehr. Aber sie ist nicht aufs Mund gefallen, also passt. Also sie ist die jüngere Schwester, ganz klar. Und natürlich alle Freiheiten dann sozusagen, oder? Ja, fast. Wenn die große Schwester nicht einschränkt, die ganzen Freiheiten. Na, das passt schon. Ja, da haben wir uns getroffen gehabt. Wie gesagt, das war Nacht der jungen Wilden im Bayerischen Wald bei den Voidrockern seinerzeit. Was ist jetzt bis heute passiert? Ich sehe, ihr seid nach wie vor aktiv. Eine CD gibt es auch. Da haben wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Was hat sich getan? Ja, also wir haben 2015 beim Alpen Grand Prix Meerami gemacht, haben einen zweiten Platz gemacht, sind wir natürlich stolz drauf, weil wir eigentlich auch die einzigen Deutschen sind, die es die letzten Jahre überhaupt einen Preis gemacht hat dort. Ja, 3 CDs haben wir eben. Was haben wir noch? Wir sind ganz viel unterwegs, eigentlich so jedes Wochenende müssen wir jetzt schauen, was mit der Schule hinhaut. Wir gehen auch beide nur in die Schule, aber so sind wir auf jeden Fall sehr stolz drauf. Und das Herz schlägt bei euch für die Volksmusik, kann man sagen, ne? Ausschließlich oder hört ihr auch andere Musikrichtung privat? Also ich finde, es ist wichtig, dass man etwas anders hört. Nicht nur Volksmusik, weil irgendwann muss ich es nicht mehr hören. Also ich höre ganz gerne Volksmusik, ich spiele es auch ganz gerne. Aber 24 Stunden am Tag muss es nicht sein. Also ein bisschen Abwechslung gehört schon dazu. Genauso wie wenn man nicht jeden Tag Schnitzel essen könnte oder einen Hamburger. Ne? Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, wie ist es denn gerade jetzt bei Alicia? Die Frage muss ich doch immer wieder stellen. In der Schule und so weiter, wenn deine Mitschüler mitbekommen, Volksmusik, muss das sein? Oder wie geht's da ab? Ja, ich denke, dass die ganzen Klassenkameraden und insgesamt in der Schule mich eigentlich schon immer so kennen. Ich habe seit dem Kindergarten, seitdem ich 5 Jahre alt bin, spiele ich schon die Steirische und halt auch auf der Bühne. Und ich denke, dass da auch einige Respekt vielleicht auch davor haben, dass halt jemand das so macht oder so. Und ja, ich bin auf jeden Fall stolz drauf, dass ich schon auch ziemlich viel bekannt sind wir ja auch. Und ich habe jetzt eigentlich noch nichts Negatives gehört jetzt von anderen Mitschülern oder so. Sehr gut. Wo seid ihr jetzt überall anzutreffen? Ich meine, jetzt heute treffen wir uns im Zillertal, Bayerischer Wald, Zillertal. Also das ist schon, ja, doch beides zwar musikalisch, aber schon immer große Distanzen irgendwo. Ja, schon. Also bei uns in der Nähe, direkt Heimatort, Neukirchen, beim Heiligen Blut sind wir selten auch, also schon auch natürlich, aber selten. Eher eigentlich mindestens 3-4 Stunden weg, muss ich schon sagen. Österreich, Italien waren wir. Slowenien waren wir auf jeden Fall schon. Belgien waren wir. Okay, also kommt da ganz gut rum in den europäischen Nachbarländern, ne? Auf alle Fälle. Nicht schlecht. Klar, CD, die liegt jetzt gerade vor, das ist die aktuellste, die ihr da mitgebracht habt. Wir haben es hier. Wie heißt die? Gret Bankerl? Urlaub auf meinem Gret Bankerl. Was ist Gret Bankerl? Gretbing, ja, Bayerischer Wald, eigentlich bekannt. Das ist die Bank, wo es einfach vor der Haustür steht, da wo man einfach Tag und Nacht einfach mal auf die Nacht auf, mit dem Bier oder wo es draußen hockt und dann die Stille bzw. einfach die Natur genießt. Und so ein Bankerl steht bei euch auch vor dem Haus? Ja, auf jeden Fall, das Moser. Es ist am Bayerischen Wald eigentlich sehr vertreten, dass man einfach eine Gretbank vom Haus hat. Gretbank. Ja, den Begriff muss man noch ein bisschen üben, genau. Wie viele CD ist es jetzt? Das ist jetzt die dritte CD. Genau, die aktuellste von 2018. Genau. Okay. Und die Titel, die ihr da jetzt so drauf habt, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, was alles dahinter steht. Wer trägt da dazu bei? Was sind es für Kompositionen? Also, wir haben auf jeder CD mindestens 5 oder 6 eigene Stücke.
die war halt auch von verschiedenen Freunden von uns und natürlich auch von uns selber komponiert und die Texte geschrieben werden. Und ja, das ist auf jeder CD zahlreich vertreten. Du bist ja die ältere Schwester natürlich, klar. Hast du jetzt einen Führerschein schon? Seid ihr dann so zusammen unterwegs oder sind die Eltern auch immer mal wieder noch dabei? Ja, es ist ja so, ich hab Führerschein, ich habe auch dann vor ungefähr einem halben Jahr einen Hängerführerschein gemacht, weil es anders eigentlich fast gar nicht mehr geht mit der ganzen Anlage und alles. Aber die Eltern sind trotzdem noch gerne dabei, müssen auch, muss ich sagen, weil meine Schwester ist noch minderjährig, also hilft sowieso nicht und ja, und sind auch gerne dabei. Ja klar, das macht ja Spaß, klar. Und der Papa und Mama, die sorgen dann so ein bisschen im Hintergrund, denke ich mal, Fanshop etc. und machen noch ein bisschen das Management, oder? Ja, auch auf jeden Fall. Also ohne denen ging es auch nicht, weil wir sind teilweise sehr fertig, wenn wir ein paar Stunden gespielt haben und ich könnte jetzt noch nicht mehr heimfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist es schon auch praktisch und sie helfen auch tatkräftig mit. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir mal schön auf den Winter zu sprechen. Die Winterzeit, ich meine diesen Winter, die Saison 2019, die hat es ja schon ganz schön in sich jetzt noch. Wie schaut es bei euch da im Bayerischen Wald aus? Wo seid ihr da genau zu Hause? Ja, also wir haben ja schon ziemlich viel Schnee, aber es da ist, es ist bei uns jetzt dieses Jahr auch ziemlich, wie sagt man, es ist ziemlich heftig gewesen bei uns im Bayerischen Wald, aber ja, es war zu machen, bei uns hat jeder ein Allrad, das ist ein Muss schon. Wir wohnen auch ein bisschen auf dem Berg, also nicht zu vergleichen mit da, aber ja, ohne Allrad geht nichts, ist klar, aber sonst ist auch schön, wenn noch Schnee ist und wenn man noch schön Skifahren kann und alles. Also mal schauen, wie so lang das noch so ist. Also, ja. Seid ihr Wintersportler, so Skier und so weiter? Gehört dazu eigentlich dann, oder? Wenn man im Bergland wohnt sozusagen. Ich weniger mal ganz ehrlich sagen, die letzten 5 Jahre vielleicht dreimal auf dem Ski gestanden. Da fehlt einfach die Zeit, würde ich jetzt sagen. Bis ich da anziehe und mit der Arbeit, mei. Und dann ist es wieder finster und dann gibt es nur noch Flutlicht und mei. Ich bin ja ganz ehrlich gesagt für Après-Ski dann zu haben. Also Skifahren ist für mich jetzt auch nichts. Ja, Après-Ski bin ich schon öfter dabei. Na, gehen wir da zusammen hin, oder? Genau, perfekt. Und was machen wir mit der Alicia? Wo geht die hin dann? Wo ist die anzutreffen? Mei, bestimmt auch mal dabei, das ist so. In einem Jahr auf jeden Fall, wenn ich dann 16 bin, dann schauen wir mal. Na gut. Was steht so jetzt in naher Zukunft? Dann ist für 2019 auch wieder eine Produktion geplant oder eher dann ein Jahr Pause? Wie schaut's aus? Also mir hält man eventuell vor, also noch gar nicht sicher, es ist auch erst gewesen im letzten Jahr neue Produktion, dass wir eventuell eine Weihnachts-CD machen. Heuer, nächstes Jahr, wissen wir noch nicht genau, wenn wir mal schauen, dass die passenden Bilder sind. Mit dem Schnee ist es auch so eine Sache bei uns eben, wo man passende Bilder macht. Bis wir wieder selbstgeschriebene Lieder haben, weil natürlich möchten wir auch wieder ein paar eigene Affe. Mal schauen, wie es wird. Also wir möchten auf jeden Fall noch eine rausbringen. Okay, sind wir gespannt. Wo seid ihr zu finden? Social Media, Facebook, Instagram etc.? Also hauptsächlich im Facebook, da würde ich sagen, da die privaten Veranstaltungen natürlich, da man nicht rein, irgendein Geburtstag, aber so sind wir da schon vertreten. Okay. Und Instagram nutzt ihr auch, oder? Nein, Instagram nicht so, also privat, sie und ich eigen Sachen, aber so und der hohen Bogengeist ist das eigentlich nicht. Aber wir haben auch eine Homepage, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, ist auch auf der CD oben oder in den Autogrammkarten. Die ist demnächst auf jeden Fall online und immer wieder aktuell und da schauen wir, dass wir auch so unsere Veranstaltungen einschreiben und alles, ja. Und abschließend müssen wir jetzt nochmal geschwind den Namen fragen oder beziehungsweise wo kommt der Name her, Hohenbogengeist? Was hat das für eine Bedeutung? Ja, eigentlich war das eine Mami Idee, weil wir haben so eine Sage vom Hohenbogen, von der Hohenbogengeist. Da, wer war jetzt das? Erklärst du, Alisa, du kannst es besser. Ja, der Hohenbogen ist ja unser Hausberg. Wenn man von uns fürs Fenster rausschaut, dann sehen wir vor uns den Hohenbogen. Und ja, es gibt eben so eine Sage von der Hohenbogen-Gors. Die war halt dann irgendwie ganz Neukirchen, da wo wir herkommen, Neukirchen beim Heiligen Blut. Da war halt dann das Ganze mit Milch überschwemmt oder irgend so, das ist halt so eine Sage. Und da sind wir irgendwie drauf gekommen, weil wir halt auch einen Namen wollten, der war nicht so alltäglich ist oder den wir halt nicht viele haben. Und ja, da sind wir dadurch, dass wir noch ziemlich klein waren, ich mit 6 Jahren und so, sind wir halt dann da drauf gekommen, die Hohenbogengeist und ja, das passt recht schön.
Sehr gut. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass ihr hier kurz noch Platz genommen habt und wünsche euch eine gute Heimreise wieder. Geht's heute noch heim, oder? Nein. Bleibt's auch hier über Nacht, genau. Na, feiern wir nachher noch ein bisschen, würde ich sagen. Genau. Also, wenn man euch jetzt fragt, warum es hier im Hintergrund vielleicht so laut ist, wir sind nämlich im Vogelhof in Fügenberg. Und vielleicht kann die Kamera mal kurz rumschwenken. So an der Bar haben wir uns niedergelassen. Genau. Deswegen scheppert's und kracht's hier hinten und vorne. Und die Stimmung, würde ich sagen, ist gut. Und in diesem Fall, jetzt lege ich die CD weg, denn wir stoßen jetzt einfach mal an. Genau. Aber immer bloß Apfelsaft und Sonstiges. Na, du hast Wein, das passt schon. Zum Wohl. Prost. Also, an dieser Stelle euch alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller und eure Höhenbogengeus. Tschüss, bis dahin.